Willkommen zurück zum Autodrug Simulator 2. Wir sind auf dem Rastplatz. Wir gehen jetzt direkt weiter. Wir haben noch einiges vor uns. Jo. Und ich habe mal geguckt. Wir werden, wenn wir jetzt die Ladung abgeladen haben, werden wir einige neue Teile freischalten, weil wir dann endlich Level 5 sind. Und da wird es einige neue Teile geben. So, wir müssen jetzt hier runter. Und nach Dresden ging es dann. Wenn ich gelesen habe. Und wir wollen jetzt nach Prag. Mit unserer Milchpulverung, oder? Was war's? Mehl, sowas. Mehl. Und jetzt sind wir auf der Lammstraße. Scheint die Sonne, 20 Uhr. Es sind 19 Grad draußen, 20.05 Uhr. Oh Gott, tanken müssten wir dann auch bald einmal. Gucken, wie viele Kilometer wir noch kommen. 1000 Kilometer kommen wir noch. Ah, da können wir noch ein paar Strecken fahren. Ich bin ja gespannt, ob man hier auf der Landstraße auch ein paar andere Leute trifft. Oder ob wir auf uns allein gestellt sind. Ich tue mein Tempomat bei 80 rein. Ganz schnell müssen wir auch noch unterwegs sein. Und wie gesagt, der scheint so, als würde man wirklich ganz 3 Stunden noch fahren können. Also jetzt Echtzeit. Denn wir hatten wohl Lust, sind noch 3 Stunden irgendwas. Und jetzt haben wir immer noch 3 Stunden 19 Minuten. Und aber bloß noch 2 Stunden Fahrt. Wir hätten eigentlich dazwischen schlafen müssen, also vom spieltechnisch her. Aber scheinbar ist das realistisch gehalten. Von einem LKW. Jo. Scharfe Kurve. Ah, eigentlich nochmal. 90 haben wir schon wieder fast auf dem Tacho. Oh, 50 erlaubt. Na, ja, werden wir lieber runter. Oh, eine Baustelle sogar. Ist es eine? Ja. Und wir haben Rot. Neue Internetleitung. Glasfaser. Ach nee, dafür sind die Rohre ganz schön groß. Naja, also, wer weiß. Aufgehoben worden, die Geschwindigkeit. Kann aufgepasst auf die Beschilderung.
hoffe mal. Ist immer an die Grenze angekommen wahrscheinlich, so wie es aussieht. Ich darf mir ja außerorts fahren. Zwei Stunden sind wir unterwegs. Das dürfte machbar sein in dem Part. Aber wie gesagt, ich versuche jetzt eine gute Stadt einzusteuern. Und mal sehen, wie es in Prag aussieht. Weil ich suche eine neue Garage. Und wir probieren in Prag was zu finden, dass wir irgendwie nach Berlin oder sowas kommen. Je nachdem, was da für Ladung ist. Na, das meine ich dann mal in eine Garage kaufen für 180 und dann noch für ca. 100.000 einen neuen LKW. So, dass wir dann den Angestellten haben, der dann so nebenbei noch ein bisschen Kohle mitverdient. Weil das wäre ganz schlecht. Ich habe mal von so gut wieder, das waren 2000 Leute online. Ich weiß gar nicht, wo hier die Grenze ist. Ob das noch unbegrenzt ist, wer weiß. Ah, wird da gebaut. '50 waren hier schon wieder. Bestimmt wegen der Baustelle. Und noch haben wir keinen auf der Landstraße getroffen. An echten Spielern. Unser LKW will wieder nicht aus dem Knick kommen. '50 auf der Autobahn. So, jetzt wird ein bisschen schneller. Eine Stunde noch. Eine Stunde noch vor uns. Noch 60 Kilometer. Da müssten wir dann gleich bald da sein. So, das wären das echte gewesen. Die da einen Konvoi fahren. Selben LKW und selbe Fracht.
Also die Pause geht gar nicht runter. Wer weiß warum. Vielleicht ist mir auch ein Fehler. Man kann ja wirklich gar nichts mehr, wenn der Truck in Bewegung ist. Sprich, keine Fotos, keine auf die Map gucken, keine Pause. Ja, nicht immer in dem Menü. So, und da sind wir schon gleich da. Sind wir noch auf der Schnellstraße. In Prag. Erster Aufenthalt. So, wir haben jetzt die Zone erreicht, wo man keine Kollision machen kann. Stand da gerade. Und so ganz gut. Jo, da kommt's. Erster Aufenthalt. Dresden. Meine Heimat. Ist die Nähe. Ja, können wir vielleicht noch ein bisschen aus dem Dialekt hören. Sächsisch. Ich hoffe, es ist nicht ganz so stark. Die Blä. Hier in Prag ist doch ganz schön was los an LKW-Fahrern. Und wir hoffen, dass wir hier noch eine Fracht bekommen. Meine Herren, ist was los. Tieflader. Das sieht ganz gut aus. Macht da viel. Meine Herren. Nein. So, fast abgewürgt den LKW. Aber wir haben es geschafft. Oh, und wir sind Level 4. Ich dachte, wir sind Level 5. Auch mal so, ich würde sagen, dürfen wir dann Gas transportieren. Wir machen mal hier diese gucken, was der noch ist. Höhere Vergütung mal jetzt zerbrechliche Frucht am besten mal. Und jetzt gucken
wir mal, ob der Frachtmob geht. Also hier der. Und nein. Ah, und da stand da was. Eine Route zu sehen, wählen sie einen Fracht aus. Ja. Schön wär's. So, dann gucken wir mal, was wir haben. Hier haben wir... Oh, wo geht das denn? Rostock. Hannover. Gucken, was wir noch so haben. Und ich hab da gesehen, neue Teile verfügbar. Volvo. Oh. Ja, ich würde sagen, da fahren wir mal zur Werkstatt. Was hier los ist in Prag, hey, meine Herren. So, jetzt müssen wir kurz wieder raus und dann fahren wir rechts rum und fahren wieder rein in die Stadt. So. Fahren wir wieder rein. Können wir das überhaupt nicht, dass wir jetzt hier lang fahren? So. Schnell, schnell, schnell. Oh, 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 50. Wir fahren ja mit 70. Ne, wir haben es ja eilig, wa? Das ist ja Stadt vor uns, ne? Die Garagen hier. So, Wartung. Ich glaube, da war auch eine 700. So, und jetzt kann man nämlich hier die verschiedenen Teile einbauen. Und wir gucken, was wir dann machen können. Das sieht ja nicht schlecht aus. Hier unten. Das oder das. Marvel auf protzig hier. Neue Dachgitter.
das sind bei der. Und hier machen wir einen Lämpel dran. Das mal so. Gucken, wie es aussieht. Könnte man so nehmen, wa? Komm jetzt hier zurück. Ja, lassen wir das so. Machen wir das so, machen wir das so. Bestellen. Fernlicht. Achso, ja, Frontmotor und Dachmotor. Schaut euch an, liebe Leute. Ach, zum Glück ist hier die Zone. Und mit dem Anblick machen wir in der nächsten Folge weiter und hören hier auf. Dann bis zum nächsten Mal. Tschüssi!